Buongiorno, benvenuti presso SIC Ticino. Do il cordiale benvenuto al signor Mathias Möllenaar. Signor Möllenaar, noi parliamo un po' della digitalizzazione nel mondo del lavoro. Wir sprechen über die Digitalisierung in der Arbeitswelt. Sie sind ein Experte, lei un esperto in tali tematiche. Quindi la prima domanda sarebbe: come la digitalizzazione ha trasformato e trasformerà il settore commerciale? Wie hat die Digitalisierung den KV-Bereich bereits verändert und welche Veränderungen stehen vermutlich noch an? Also ich glaube, was sich am meisten verändert hat, sind Abläufe. Ich denke nur an Ablagesysteme, wo man früher ganze Wände voll mit Akten hat. All das ist heute elektronisch auch zugreifbar. Ich muss nicht mehr lange manuell suchen, bis ich was finde. Das ist heute alles über Suchfunktionen zuordnenbar. Diese Dinge, die haben wir heute schon weitestgehend und das wird sich weiter verstärken. Irgendwann werden wir wirklich die papierlosen Büros haben. E quali sono, secondo lei, all'interno del mondo commerciale i settori o le mansioni maggiormente toccati dalla digitalizzazione? Welche Tätigkeitsfelder innerhalb des KV-Bereichs sind von der Digitalisierung besonders betroffen? Was meinen Sie? Gut, es sind alle Routine. Tätigkeiten, wo man sagt, das ist immer gleich. Ich komme morgens, mache einen Pfeil auf, bearbeite den, leite ihn weiter. Das können Computer bzw. künstliche Intelligenz mindestens genauso gut wie wir. Und alles das, wo wenig Routine, wo es mehr das um das Soziale geht, miteinander kommunizieren, da werden wir den Computern noch eine Weile voraus sein. Also auch im Bereich des Analytischen. Ja, es ist schon, oder? Ich meine, die Frage ist ja, was mache ich mit Daten? Früher war es so, die Daten überhaupt mal zu haben, mit ihnen zu arbeiten. So, jetzt die Frage, wie kann ich intelligent mit den Daten umgehen? Was kann ich daraus lesen? Was kann ich daraus für Vorhersagen ableiten? Was kann ich überhaupt auch sozusagen in der Kommunikation ganz anders machen? Das sind Fragen, die werden wir in Zukunft stärker haben. E quali influenze ha questa trasformazione digitale sulla formazione commerciale? Inwiefern beeinflusst die digitale Transformation die Ausbildung im KV-Bereich? Also ich glaube, die Ausbildung im KV-Bereich muss sich noch viel stärker auch digitalisieren. Ich muss schon die Grundkompetenzen erwerben. Wir nennen das ein T-Shape-Wissen. Das heißt, also ich habe oben drüber eine generalistische Ausbildung. Ich muss bestimmte Dinge muss ich einfach verstehen, die Zusammenhänge. Und dann der Längsbalken vom T ist dann die Spezialisierung, die ich machen muss. Wir hatten in der Vergangenheit das T, den Längsbalken, zu viel betont und zu wenig den Querbalken. Jetzt müssen wir da eine andere Balance kommen. Also die Ausbildung im KV muss einerseits generalistischer werden, andererseits aber auch wiederum gezielte Spezialisierung erlauben. Quindi nel contesto di questo modello T-Shape, quali sono le competenze chiave dell'impiegato di commercio 2.0. Was sollten also im Kontext dieses T-Shape-Modells die Kernkompetenzen des KV-Angestellten sein? Ja, der KV-Angestellte wird nicht mehr der Sachbearbeiter sein, der einen Vorgang bearbeitet, sondern er wird ein Schnittstellenmanager, nennen wir das mal so, sein. Er wird Dinge erklären müssen, er wird kommunizieren müssen. Also einfach die Schnittstelle zwischen der sozusagen der digitalen Maschine, die Administration macht und dem Menschen, der davon profitiert oder eben damit kommunizieren muss. Also es geht sehr viel auf die Schnittstellen und ideal wäre es, wenn wir dann aus Schnittstellen Nahtstellen machen. Wenn nicht mehr geschnitten, sondern genäht wird. Das ist eigentlich die Kompetenz, die diese Leute in Zukunft brauchen. E riguardo all'età, cosa direbbe al cinquantenne che oggi alla ricerca di un nuovo impiego nel settore commerciale? Was würden Sie denn Personen über 50 raten, die im KV-Bereich eine neue Stelle suchen? Jetzt könnte ich sagen, ich bin ja auch 58, aber ich suche halt keine Stelle im Moment im KV-Bereich. Wenn ich eine suchen würde, käme es ja wirklich darauf an, dass ich sage, ich muss sozusagen die Sprache sprechen. Ich muss mich mit den Dingen auseinandersetzen. Ich kann heute nicht mehr sagen, ich bin 52 oder 58 oder was auch immer. Ich muss das nicht mehr lernen.
sondern dieses Dranbleiben ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das würde das Erste machen. Das Zweite, ich würde unbedingt den Kontakt zu den anderen Generationen suchen. Also nicht nur in der Altersgruppe der über 50-Jährigen kommunizieren, sondern auch mit den ganz Jungen, den Mittelalten und denen vielleicht sogar noch älter sind als ich, um mich zu verorten. Und ich glaube, dass ich, was ich auch tun würde, ich würde mit 50 mir nochmal überlegen und mir das vielleicht auch von jemand spiegeln lassen, wo meine Stärken sind. Weil denn mit dem, was ich die ganze Zeit noch schon nicht so gut konnte, werde ich in Zukunft noch viel weniger Chancen haben. Sondern Chancen habe ich nur, wenn ich das leben kann, was ich besonders gut kann. Und es steht nirgendwo, dass dieses moderne Portfolio-Working nur für unter 30-Jährige ist. Ich bin 58, bin auch Portfolio-Worker. Es funktioniert, aber wie gesagt, es ist schon eine ziemliche Umstellung. In un mondo che evolve con grande rapidità, qual è l'importanza della formazione continua? Also welchen Stellenwert nimmt die Weiterbildung ein in dieser so rasch sich verändernden Arbeitswelt? Und die Weiterbildung wird viel mehr zu einem Begleiter werden, oder? Heute sage ich mal, ist die Weiterbildung getrennt. Ich gehe aus der Firma raus, gehe in die Weiterbildung, dann komme ich wieder zurück. In Zukunft wird sich das stärker verzahnen. Weiterbildung, Arbeiten wird mehr sozusagen zusammen sein. Die Dozenten, Dozentinnen werden eine andere Rolle einnehmen. Mehr Coach, mehr Begleiter und dadurch das Lernen ermöglichen und nicht einfach Wissen transferieren. Das kann Google auch. Signor Melenay, la ringrazio per questa intervista e buona continuazione. Merci.